Hafer and Friends. Der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von und mit dem Starkoch, Unternehmer, Autor und Genussliebhaber Johann Lafer. Das Studio ist ready. Johann hat extra heute sein schönstes Hemd an und gleich geht es los. Ich gebe es zu, ich freue mich heute noch ein bisschen mehr als sonst, lieber Johann, denn deine Gäste sind ja immer hörenswert, aber heute plauderst du mit einer Dame, die wirklich eine der unterhaltsamsten Frauen Deutschlands ist. Schön gesagt, Sabrina. Danke. Bevor du sie gleich vorstellst, kann ich ja schon mal was verraten. Mein Dessert, was ja jeder Gast von mir bekommt, habe ich extra für sie kreiert. Auf sie zugeschnitten sozusagen. Und ich freue mich schon seit Tagen darauf, endlich ihr Gesicht zu sehen, wenn ich es ihr serviere. Es ist mir überhaupt eine Ehre, dass sie heute da ist. Barbara Schöneberger. Sie ist lustig, charmant und sieht gut aus. Und ihren Werdegang zu einer der bekanntesten Moderatorinnen verrät uns jetzt Sabrina. Barbara Schöneberger ist eine deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin, Entertainerin, Schauspielerin und Sängerin. Sie ist in München geboren und mittlerweile lebt sie aber mit ihrer Familie in Berlin. Der Weg an die Spitze der größten Unterhaltungstalente Deutschlands begann aber noch in München, besser gesagt in Gröbenzell. Dort wuchs sie mit ihren Eltern Hans und Annemarie auf und besuchte in München das Pestalozzi-Gymnasium. Nach ihrem Abitur begann sie ein Volontariat bei der Modezeitschrift Modespezial in München. Sie fing allerdings erstmal mit ihrem Studium an der Uni Augsburg an und studierte bis 1999 Soziologie, Kommunikationswissenschaft und Kunstgeschichte. 1998 erhielt sie aber schon im Fernsehen bei der TV-Show Bube Dame Hörig mit Elmar Hörig eine Assistenzstelle. Wie wir alle wissen, hat sich Barbara Schöneberger für das Fernsehen entschieden. Und nach einem Kommentar von Harald Schmidt, der meinte, sie bräuchte eine eigene Fernsehsendung, erfüllte sich auch bald dieser Wunsch. Denn nach kurzen Auftritten beim Sportsender DSF und einer zweijährigen Co-Moderation im Sat.1 Frühstücksfernsehen gab es dann endlich Blondes Gift, ihre eigene Talksendung, die am 23. April 2001 erst auf Sun.TV und später auf dem WDR lief. Mittlerweile sieht man sie seit 2008 auch an der Seite von Hubertus Meyer-Burckhardt in der NDR-Talkshow, auf RTL an der Seite von Günter Jauch und Thomas Gottschalk. Und seit dem 27. Juli 2021 ist sie auch die Moderatorin von Verstehen Sie Spaß. Auch als Verlegerin ist sie eine Größe in den Printmedien, denn ihr Frauenmagazin Barbara erscheint seit 2015 erfolgreich in Deutschland und kommt dabei ohne Diäten, Workout und To-Do-Listen aus. Als Sängerin ist sie auf Bühnen und Benefizveranstaltungen unterwegs, hat eigene Alben mit Swing-Musik rausgebracht und auch im Radio hat sie mit Barbaradio eine eigene Marke etabliert. Neben dem 24-Stunden-Radioprogramm sind vor allem die Gespräche mit prominenten Gästen beliebt. Der Talk erscheint auch als Podcast unter dem Titel »Mit den Waffeln einer Frau«. Und hier schließt sich der Kreis, denn auch Johann Lafer war schon bei ihr zu Gast. Also was für eine super Überleitung, glaube ich. Da bleibt mir noch zu sagen, herzlich willkommen, liebe Barbara. Ich bin so glücklich, weil ich bin ja in meinem Leben immer nur bei dir zu Gast. Dass du jetzt wirklich dich bereit erklärt hast, zu mir zu kommen, ja, finde ich großartig. Ja, vielen gern. Dank. Aber ich bin so gern Gastgeber, deswegen freue ich mich natürlich eigentlich immer, wenn jemand zu mir kommt. Aber ich komme natürlich wahnsinnig gern auch zu dir. Und ich finde es super, mit dir zu sprechen, egal in welchem Kanal und was auch immer und ob uns einer zuhört oder nicht. Hauptsache, wir zwei reden mal ein bisschen. Und Genuss-Podcast, ja, sag genau. Mal. Ja. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, da kommen wir sicherlich nachher dazu, aber zunächst mal fangen wir mal an. Wir sagen ja die Bayern. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe zu keinem Zeitpunkt festgestellt oder überhaupt die Spekulation gehabt, dass du aus Bayern stammst. Das merkt man überhaupt nicht. Ja, das ist lustig, weil ich so, ich glaube, ich bin relativ sprachbegabt und auch total besessen davon, Dialekte zu imitieren und so. Und ich assimiliere sofort bis hin zur völligen Albernheit. Also wenn ich in Österreich einreise, fange ich sofort an, mit dem Wiener Wienerisch zu reden, mit dem Pinzgauer fange ich an, mit dem Tiroler mache ich und so. Also es ist fürchterlich und deswegen rede ich in Hamburg ein bisschen mehr so und in Berlin eben so und in München sage ich auch Servus und Grüß. Und dann bin ich eben Bayerin. Aber tatsächlich bin ich geboren in München und habe da natürlich auch
25 Jahre gelebt oder so. Könnte man sagen, dass was für ein Söder mit seiner Sprache vielleicht in Deutschland ein Nachteil ist, wäre für dich auch ein Nachteil bei der Fernsehmoderation? Weißt du, ich setze es ein, wenn es nötig ist, und ich verberge es, wenn es sozusagen störend wäre. Ja. Weil die Bayern haben ja schon, das merke ich natürlich immer wieder, die Bayern haben natürlich schon so einen Sonderstatus. Das ist lustig, weil immer, ja, unser Abi ist irgendwie angeblich mehr wert als das der anderen, und gleichzeitig mit dem Söder, da haben sie alle ihre Probleme und so, und mit der Extrawurst, die Bayern immer machen, und dass die Bayern auch die einzigen sind, die ihre Sommerferien nicht verschieben wollen, weil sie immer noch behaupten, die Kinder müssten bei der Ernte helfen. Das ist natürlich, das muss man mögen. Auf dem Papier bei der Ernte. Aber Gröbenzell, das ist ja, ich sag mal, nicht der Nabel der Welt, ist sicherlich schön. Wie stelle ich mir deine Kindheit da vor? Also ich bin geboren in München, dann haben wir erstmal 6 Jahre in München gewohnt, und Gröbenzell ist so ein Vorort. Also es ist einfach einer der Vororte in München und so. Und ich war dort dann wir haben in einem kleinen Haus gewohnt, Baujahr 1980, wie man sich's vorstellen kann, so ein typisches Doppelhaus, wie man es ganz häufig sieht, immer jedes Zimmer auf einer anderen Etage, finden meine Eltern heute auch noch schön, aber langsam denken sie schon drüber nach, wie sie diese, ich glaube, wir haben mehr Treppen als irgendwas irgendwie im Haus, wie sie das irgendwie bewältigen werden in 10 Jahren. Und es war eine wahnsinnig glückliche Kindheit, weil meine Mutter zu Hause und mein Vater Musiker, also als Klarinettist an der Oper, natürlich ein ausgeglichener Mensch. Also das, was ich jetzt kennenlerne in meinem Umfeld, auch in meinem Freundeskreis, gestresste Männer, die immer am Telefon sind, die mit der Faust auf die Tastatur hauen und abends schlecht gelaunt sind, weil der Deal geplatzt ist und so. Sowas gab es bei uns nicht. Mein Vater war ein musischer Mensch, der seiner Kunst nachgegangen ist, mehr oder weniger. Und das, glaube ich, hat mich schon sehr geprägt, weil ich diese totale Harmonie einfach nur von zu Hause kenne. Ich hatte ja keine Geschwister leider, was natürlich einerseits schlecht ist, aber andererseits, glaube ich, entwickelt man sich auch so ganz stressfrei als Einzelkind. Und das war eigentlich rückblickend relativ, wie soll ich sagen, ereignislos, weil es war jetzt nicht jeden Tag Feuerwerk und brasilianische Tanztruppe. Aber das kannst du von deinem Leben nicht behaupten. Dass nee, ich habe dann relativ, ich weiß auch nicht, wie ich dann so auf diese Trichter kam, dass ständig irgendwie was passieren muss. Aber ich bin, glaube ich, und ich denke, wahrscheinlich ist das Beste, was man Kindern mitgeben kann, in einer totalen Ruhe und auch Behütetheit aufgewachsen, die eine unaufgeregte, wie soll ich sagen, Stabilität. Und das, glaube ich, ist eigentlich super. Ja, das ist natürlich das, was man braucht, nämlich die Erdung in manchen Situationen, dass man weiß, woher man kommt und dass, ich sage mal, die Kartoffeln erstmal angebaut werden müssen, bevor sie geerntet werden, oder? Ja, also, und es ist auch bis heute, sehe ich ja meine Eltern jetzt natürlich ein bisschen anders aus der Distanz, weil man sich jetzt nicht mehr jeden Tag sieht und so. Und ich finde, meine Eltern haben einfach die richtige Einstellung zum Leben. Das ist alles so ganz normal. Also, wobei jetzt, wir unterhalten uns oft und dann sagt meine Mama zu mir, weißt du, früher dachte ich immer, wir sind normal, aber inzwischen habe ich das Gefühl irgendwie, wir sind eher unnormal, weil unsere Normalität, die gibt es irgendwie gar ja, nicht mehr. Ja, wahrscheinlich ist es etwas Besonderes. Also ich bin halt Besonderes. In dieser totalen, weißt du, obere Mittelklasse der 80er, wo man das Gefühl hatte, die ganze Welt, ganz Deutschland besteht aus oberer Mittelklasse. Alle hatten irgendwie, fuhren nach Italien in Ferien und man hatte ein Auto und man hatte irgendwie so, also das war alles so diese totale Solidität der 80er, wo man sich um nichts Gedanken machen musste. Hast du dein musisches Talent vom Vater geerbt? Ja, ich denke schon. Also na klar, also meine Mutter spielt kein Instrument, aber die Musikalität kommt von der Seite meines Vaters. Da gab es auch schon Cellisten und Dirigenten und so. Und das wurde aber jetzt von meinem Vater, der ja sehr schlau war, mir halt auch nicht jetzt total eingeimpft. Also ich musste nichts. Also ich musste auch nicht Klarinette spielen. Ich habe bis heute, glaube ich, erst zweimal in meinem Leben eine Klarinette in der Hand gehabt. Aber ich musste Klavier machen und mein Vater hat immer zu mir gesagt, lern singen, du kannst das super, du solltest das studieren. Das habe ich mich nicht getraut oder fand ich doof damals. Und ja, also ich glaube, dass ich eine Musikalität habe, ich habe früh gesungen und so, aber es war kein Druck irgendwie. Da stelle ich mir das vor, du hast mit deinem Vater unterm Weihnachtsbaum. Nee, mit meiner Mutter. Ich glaube, mit meinem Vater habe ich nicht so viel gesungen, aber meine Mutter hat wahnsinnig viel mit mir gesungen. Aha. Und ich konnte alle Lieder so und schön. So wie man sich eigentlich heute so ein richtig harmonisches Familienleben vorstellt. Total. Ja? Also ganz klein, Mutter, Vater, Kind. Dann hatte ich noch Großeltern, aber es war jetzt nicht die Riesenfamilie, die immer zusammenkam. Und ich hatte halt total viel Zeit, auch mich zu langweilen. Was man immer so, wenn du heute einen Kinderpsychologen dir anhörst, ja, was die so erzählen. Kinder müssen sich langweilen, es darf nicht so viel passieren. Reizarme Umgebung, damit die irgendwie auch so sich selbst zu sich selbst finden und so. Also würde ich mal sagen, das haben wir relativ erfüllt.
War dein Kindheitstraum damals das, was du heute erreicht hast? Überhaupt nicht. Aber mein Traum war vor 10 Jahren auch nicht das, was ich heute mache. Und heute weiß ich auch nicht, was ich in 10 Jahren mache. Also ich hatte überhaupt gar keinen Kindheitstraum. Also es war nicht, ich will reich werden oder reich sein oder erfolgreich lass sein. Mal oder das, nee, lass mal das Reich weg. Lass mal einfach mal deine Karriere, nämlich in dem, was du machst. Radiomoderatorin, Fernsehmoderatorin, ich sage immer, die Geheimwaffe des deutschen Fernsehens. Nein, alles, das war nicht mein Plan. Also ist es auch immer noch nicht irgendwie, lustigerweise. Also natürlich, jetzt mache ich es und jetzt habe ich auch langsam das Gefühl, ich glaube, es ist wirklich ernst so, ja. Aber ich hatte den Traum nicht so, dass ich, also natürlich wollte ich auch Tänzerin sein oder ich wollte irgendwie was vorführen. Es hat mir schon Spaß gemacht, was vorzuführen. Man musste mich jetzt nicht total zwingen, irgendwas. Also in der Schule, wenn es irgendwas gab, was mit Bühne und... Nee, ich war nicht in der Theatergruppe und so, weil das fand ich so öko irgendwie. Ich habe überhaupt nichts gemacht in der Schule. Ich habe eigentlich auch bis heute, ich brauche immer jemanden, der mich so schubst und sagt, jetzt mach das irgendwie und dann habe ich das so für mich, aber ich war jetzt nicht immer, aber ich jetzt rückblickend haben viele bei den Klassentreffen, ich liebe ja nichts mehr als Klassentreffen so von früher und dann haben jetzt schon viele zu mir gesagt, ja, war ja klar, dass du zum Fernsehen gehst. Du warst ja immer so. Und so, aber ich selber habe das nicht so empfunden. Ich fand mich natürlich auch schüchterner und lustigerweise, wenn ich so Klavier vorspielen musste, habe ich mir meine Fingernägel abgekaut und war aufgeregt und auch Sportwettkämpfe, das hat mich fertig gemacht, dieses Unterdruckarbeiten. Ja, aber hast du zwei Seiten in dir? Ist das heute auch noch so? Bist du, immer wenn ich dich sehe jetzt hier auf der Reeperbahn, wenn es um den Eurovision Song Contest geht und du da auf der Bühne stehst oder auch sonst, ich habe dir letztes Mal ja sogar eine SMS geschrieben, weil ich A, ich fand dein Kleid sensationell, B, fand ich deinen Auftritt spektakulär. Also ich habe jetzt, und ich meine, ich mache auch natürlich in einem kleinen Rahmen auch bei meiner Art von Sendung ja auch diesen Prozess durch. Aber ist es denn wirklich so, dass du heute sagst, jetzt ans Mikrofon fertig los oder hast du immer noch so eine gewisse Barriere? Überhaupt nicht. Das ist lustig, das habe ich eben gar nicht mehr. Also mich kannst du zu jedem Zeitpunkt auf jede Bühne stellen und es würde mich gar keine Anstrengung kosten. Also natürlich schon, ich will die Inhalte, ich will schon, also ich gehe jetzt nicht auf eine Bühne und weiß überhaupt nicht, was ich mache. Um was es geht. Also ich weiß schon immer, was ich jetzt gleich mache und ich habe schon einen totalen Plan, aber das alleine auf die Bühne gehen und vor Menschen sprechen, regt mich überhaupt nicht auf. Und früher hat mich, glaube ich, weil ich einfach nicht den richtigen, ich habe nicht die richtigen Sachen auf der Bühne gemacht. Wenn ich ein Instrument spielen musste oder Sport machen musste oder so, das hat mich gestresst, weil das konnte ich nicht. Ja, genau. Also ein Klavier konnte ich nicht beherrschen, aber meine Stimme, mein Timing, meine Vorbereitung, meine Gags, wie auch immer man das irgendwie nennen will, das habe ich heute eben schon unter Kontrolle. Also ich hatte mal einen Auftrag in Trier in der Stadthalle mit jemand vom ZDF, ein klassisches Konzert zu moderieren. Kannst du dir vorstellen? Ja. Ich als Koch, nur weil ich meine Rübe in der Kamera irgendwann mal reingehalten habe, dann sollte ich da also, wie stehst du, anfangen. Ja. Die Leute haben gedacht, der ist ein Vollidiot, der hat ja von gar nichts eine Ahnung. Also du würdest damit sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach das. Ja, Schuster, bleib bei deinen Leisten einerseits, aber also man braucht ja erstmal auch ein paar Jahre, bis man seinen Weg gefunden hat. Ich wusste das ja alles nicht. Und ich finde halt auch beim Fernsehen haben ja immer alle nur so wenig Geduld. Da muss ja einer nach dem dritten Mal schon gleich irgendwie voll super und alles können und im Format sich zurechtfinden und den richtigen Ton gefunden haben und so. Und das kann man ja nicht. Ich habe irgendwie 10 Jahre gebraucht, um zu verstehen, wie muss denn mein Umfeld aussehen, dass ich funktioniere. Ich bin kein Stand-Upper, der allein irgendwie, ich brauche eigentlich am besten immer, ich will einen Gesprächspartner, ich muss auf Dinge reagieren und so. Aber das habe ich erst alles so nach und nach rausgefunden. Und ich fühle mich eben auch wahnsinnig unwohl, zum Beispiel auf dem politischen Parkett, also so wie du dich unwohl gefühlt hast in der klassischen Musik, so würde ich nie im Leben zu also Anne Will gehen und da irgendwie mit Politikern, sei es jetzt noch über ein Thema, was mir so noch so sehr am Herzen liegt, das würde ich mich einfach nicht trauen, weil ich einfach finde, ich bin für Unterhaltung zuständig und ich bin da nicht die richtige Person, weil ich auch manchmal die Dinge nicht so ganz durchdenke oder dann bin ich irgendwie auch nicht gut genug informiert manchmal und dann denke ich mir, da bewege ich mich nicht hin. Nun ist ja Unterhaltung eigentlich in Deutschland so ein bisschen Männerdomäne. Ich meine, wenn du jetzt zusammen mit Jauch und Gottschalk die diversen Sendungen machst, hat man da als Frau gewisse Vorteile oder
denkt man manchmal, wie kann ich denen eins einschenken oder versucht man sich da besonders zu behaupten, weil das ist ja auch nicht einfach. Also jetzt mal trotz meiner ja doch manchmal sehr ins Auge stechenden Weiblichkeit habe ich lustigerweise in meiner gesamten Karriere nicht ein einziges Mal darüber nachgedacht, ob ich jetzt wegen meiner Brüste oder trotz meiner Brüste Karriere gemacht habe. Also es ist tatsächlich nicht so, dass ich glaube jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich dunkle Haare hätte und zwei Körbchengrößen kleiner hätte, würde ich jetzt einfach mal sagen, würde ich heute auch hier sitzen. Ja. Ich glaube, die Mischung aus Koketterie, aber gleichzeitig auch ist wurscht, ja, ist, glaube ich, das, was mich irgendwie immer ausgemacht hat. Und ich habe nie, und deswegen ist es auch für mich heute fast schon manchmal schwierig, mich in dieses, ja, jetzt inzwischen komplett feministische Umfeld, ja, man wird ja auch ständig jetzt zum Thema Feminismus und bist du, warum nur so wenig Frauen und warum kann Frau nicht das und warum können Frauen nicht so und so, muss ich ehrlich sagen, muss ich dann manchmal da sitzen und sagen, keine Ahnung, weiß ich nicht, ich habe es einfach gemacht. Also ich habe jetzt auch nicht von meiner Mutter gesagt gekriegt, du kannst alles schaffen, obwohl du eine Frau bist und so. Ich habe einfach mein Ding gemacht und ich bin immer da hingegangen, wo sich die nächste Tür geöffnet hat. Und wenn sich halt vier andere Türen geöffnet hätten, dann wäre ich da hingegangen. Aber ich glaube, ich hätte immer irgendwie meinen Weg gemacht. Und dass ich jetzt nicht eine klassische Banklehre mache mit Ziel, irgendwann mal, was weiß ich was, in der Buchhaltung oder so zu arbeiten, das war schon klar. Also ich habe mir natürlich, wenn es ging, mein Aussehen zunutze gemacht. Aber gleichzeitig habe ich mich auch so sehr darüber lustig gemacht, dass ich mir mein Aussehen zunutze mache. Und umgekehrt habe ich auch ab und zu ich habe versucht, immer so Haken zu schlagen, dass es nicht nachvollziehbar war, warum jetzt Dinge gut laufen und oder nicht. Ja, und, ja, aber das Zitat von dir, dir ist es lieber, dass dir das Publikum auf die Brüste guckt und nicht auf deine inneren Werte. Ja, das habe ich aber 1999 gesagt oder so. Also das ist natürlich klar, weil ich ja immer dachte, Flucht nach vorne. Ja, jeder dachte, schau mal, da sitzt die Blondie, auch süß schaut sie aus und hat so einen großen Ausschnitt und so. Und wahrscheinlich sucht sie sich jetzt einen Porsche-Fahrer und der bringt sie dann irgendwie zum nächsten Level, ja. Und ich habe natürlich immer versucht, auch wenn ich wusste, der Typ mir gegenüber, dem liegt irgendwas auf den Lippen und so, dann habe ich natürlich versucht, noch eins draufzusetzen, um irgendwie, weißt du, so, also, aber dieses Zitat, der achtet nicht auf meine inneren Werte, das war natürlich damals, das war auch so 80er-Jahre-Humor, da konnte man das sagen, das ist natürlich was, das würde ich so heute nicht mehr sagen. Stimmt übrigens auch nicht, weil inzwischen müssen sie natürlich auf meine inneren Werte achten. Was ist eigentlich, wenn man jetzt, sagen wir mal, jemand erklären müsste, der nicht aus dem deutschsprachigen Raum kommt, was ist deine Berufsbezeichnung? Was bist du? Ich würde du? Schon sagen, ich bin Entertainerin im weitesten, also im besten Sinne, weil ich ja eigentlich am liebsten eine Showbühne singend, tanzend, wie auch immer, lustig betreten und dann am Ende auch wieder verlassen will. Und für mich ist tatsächlich die Unterhaltung der Leute das oberste Ziel. Also ich habe nicht die Message, die ich die ganze Zeit vor mir hertrage, was mich übrigens, wenn ich das an dieser Stelle mal sagen darf, wahnsinnig nervt, dass alle inzwischen nur noch Messages haben, ja, also faire Schokolade und Brot für alle und Ding und Trinkwasser und Brustkrebs und es ist alles wichtig und alles zu seiner Zeit, aber ich habe das Gefühl, dass halt auch Leute versuchen, sich noch mehr Tiefe zu geben in der Unterhaltung, ja, weil sie halt für Unterhaltung zuständig sind und sie versuchen halt bei jeder Gelegenheit noch eine politische Message irgendwie mit reinzubringen, um irgendwie noch ein bisschen, weißt du, noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen dann zu haben. So. Aber lass uns ein bisschen vielleicht, das ist ja ein gutes Thema, ein bisschen über die Vergangenheit sprechen. Wir haben ja alle eine Zeit hinter uns, die, glaube ich, jeden sehr intensiv zum Nachdenken angeregt hat. Hat das auch in deinem Leben mit deiner Familie, mit dem Bewusstsein zum Beispiel für Genuss, für Lebensmittel, du bist ja auch wahrscheinlich öfter zu Hause gewesen, weil es ja nicht so viele Termine gab. Hat es bei dir für dein weiteres, sag mal, Wohlergehen im Bewusstsein, hat das etwas ausgelöst? Ja, total. Also es hat natürlich in mir genau das ausgelöst, was es vermutlich bei den meisten Leuten ausgelöst hat, die keine existenziellen Probleme haben. Und ich hatte natürlich keine existenziellen Probleme habe in der Zeit auch weiterhin gut arbeiten können, weil ja Entertainment, Unterhaltung, Fernsehen, Radio, Zeitschrift, alles weiterhin stattgefunden hat. Habe aber natürlich genau das gemacht, was alle Menschen gemacht haben, die Möglichkeit dazu hatten, nämlich 3 warme Mahlzeiten am Tag gekocht und ein Gewächshaus angelegt, mir Hühner zugelegt versucht, zumindest im Kleinsten
möglichen Bereich, mir den Kreislauf anzuschauen, wie, was passiert denn, wenn ich was pflanze, wie lange dauert es, bis es wächst. Also ich habe einen sehr großen Garten immer schon, aber jetzt habe ich mich mal wirklich auf essbare Dinge so konzentriert und habe mir gedacht, mein Wahnsinn, gelb ist eine Tomatenpflanze, die kaufe ich so groß und bis die groß ist, bis so eine Tomate blüht. Sind 4 Monate vergangen. 4 Monate, so. Und dann ernte ich das aber auch. Und dann bin ich richtig, dann kriege ich einen kleinen Stich in meinem Herz, wenn da eine Tomate runterfällt und die hat einen Riss, ja, und die ist am Boden zerquetscht. Ja. Dann denke ich mir, oh nein, jetzt habe ich 4 Monate auf dieses blöde Ding aufgepasst, jetzt ist mir die Tomate runtergefallen. Oder irgendein Depp hat sie nicht geerntet am Wochenende, als ich nicht da war. Und empfehle ich schon vielen Leuten, mal genau hinzugucken, genau, was heißt denn das? Wie lange braucht denn das, bis sowas, ja, fertig ist? Wie lange wächst eine Zucchini, eine Gurke? Was braucht denn ein Huhn, um so jeden Tag so ein perfektes Ei zu legen? Und so. Wie viele Eier legen denn deine Hühner? Na, weißt jeder legt eins am Tag, wie es ja sein muss. Und also man sagt ja, glaube ich, im Schnitt legt ein gutes Huhn 280 Eier. Ich glaube, im Winter ein bisschen weniger. Ganz genau. Also im Winter legen sie deutlich weniger und im Sommer legen sie echt viel und gut. Sie haben es bei uns natürlich denkbar schön und wir haben jetzt von der Aktion Rettet das Huhn 4 Hühner aus der Legebatterie aufgenommen, ja, denen man jetzt nochmal zeigen möchte, dass es auch noch eine schöne Seite auf dieser Welt, ach, gibt. Und die dürfen jetzt bei uns im Garten rumlaufen und mischen sich gerade mit den anderen. Ich glieder die ein und ich setze mich jeden Tag morgens und abends eine halbe Stunde in den Stall. Also ich habe so ein Gehege abgetrennt, ja, ja, sozusagen, okay, vom Garten, wo die frei laufen und da setze ich mich dann hin und die springen sogar die neuen auf meinen Schoß und picken aus der Hand und sind wahnsinnig süß, haben noch nicht so viele Federn, muss alles wieder wachsen. Die sind ja schrecklich geschändet, wenn die aus, ja, diesen Legebatterien kommen. Und sind wahnsinnig süß. Und ehrlich gesagt, das macht mir, ich habe auch ganz viele Kaninchen und auch ganz toll in so einem Käfig. Die haben super alle. Was machst du mit den Kaninchen? Die mache ich, da mache ich nichts, die streicheln wir nur. Und die sind also Haustiere. Das sind totale Streichelkinder, Haustiere. Ja, ja. Aber die Hühner machen mir mehr Spaß, weil mir das Spaß macht, dass ich da oben was reinstecke und unten was rauskommt. Das hat mir immer schon gut gefallen. Also ich kann dir dazu eine Geschichte erzählen, dann von zu Hause weg bin nach Deutschland. Ich komme ja aus der Steiermark und wenn ich dann nach Hause kam, und dann bin ich immer zu meiner Tante, die habe ich besucht. Und das Erste, was die gemacht hat, war immer im Garten ein Huhn eingefangen und hat sie das zubereitet. Und da war immer mein Cousin mit seiner Frau dabei. Und der konnte also auf keinen Fall, nicht einmal sehen, sondern der hat sich wahrscheinlich vorgestellt, das war gerade noch da rumgelaufen. Es ist jetzt warm, paniert und ausgebacken. Ich werde die Story nie vergessen. Aber weißt du, das ist das Leben, das ist die Form von Wertschätzung. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich so großartig, weil das Leben besteht nicht nur aus einer Einbahnstraße, nicht nur auf der Bühne stehen, weißt, irgendwo oder beim Fernsehen, sondern die wahre Seite ist ja auch die Basis, nämlich das erstmal unseres Seins, und das hat was mit Essen zu tun. Du sagst es mir gerade, 3 Mahlzeiten am Tag, also das warme Mahlzeiten, das hast du aber jetzt nicht ernst gemeint, weil... Nein, aber ich bin ja, es ist ja sehr lustig, also nach außen denken ja die Leute immer, die Schöneberger, die sitzt morgens um 7 schon in der ersten Telefonkonferenz und stimmt irgendwelche Farbkarten für die neue Tapetenkollektion ab und ist eine totale Businessfrau und ist die ganze Zeit mit Stöckelschuhen irgendwo mit der S-Klasse unterwegs. Fakt ist aber, ich telefoniere überhaupt nie, ich kriege 10 Mails am Tag, davon sind 8 Mails, beurteilen Sie Ihren Kauf bei Etsy. Keine Sau meldet sich bei mir. Ich habe eine Agentur, die regelt alles und wenn es nicht unbedingt sein muss, gehe ich nicht ans Telefon und mache gar nichts. Ich bin hauptberuflich zu Hause. Lebensmittel ins Haus schaffen, sie wieder verarbeiten und die Reste zu entsorgen, ist eigentlich meine hauptsächliche Aufgabe. Und ich muss dafür auch nicht irgendwie erst ein Achtsamkeitsseminar besuchen, sondern für mich war schon immer das Schönste am Leben, von allem mir das Beste irgendwie rauszunehmen. Und für mich ist es eben kein Widerspruch, auf einer großen Bühne zu stehen und ein geiles Kleid anzuhaben und alle klatschen. Und dann komme ich nach Hause und gehe ich als Erstes in mein Gewächshaus und gieße noch meine Tomaten und knips die verblühten Rosen ab. Und ich habe eher das Gefühl, das ist ein Unterschied schon zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, Männer machen nochmal anders Karriere. Die sind, glaube ich, da ein bisschen... wie soll ich sagen? Also die wollen dann, die sagen das, dann, ich... Das wird jetzt spannend. Ich habe jetzt gerade mit dem Vorstand telefoniert, ich kann jetzt nicht eine Windel wechseln. Du, was meinst du denn, in welcher Gedankenwelt ich mich hier befinde und so. Also das finde ich eben lustig. Ich fand es immer toll, mit dem Vorstand zu telefonieren und danach eine Windel zu wechseln. Also für mich ist das ist eben immer das ganze Leben gewesen. Und ich sehe mich schon eigentlich als Hausfrau und Mutter und auch als Ehefrau. Und dann bin ich nebenher auch noch auf Bühnen. Aber das ist meine Sicht der Dinge. Und von außen wird es immer anders wahrgenommen. Aber für mich ist auch
zu kochen, einzukaufen. Also mir ist das auch schleierhaft, wie man sich alles liefern lassen kann und andere Leute suchen einem das aus. Ich war heute Morgen schon auf dem Markt. Ich habe Blumen wie gekauft. Ist die Reaktion? Wie ist die Reaktion? Ich meine, man kann dich ja nicht erkennen, wenn du auf dem Markt bist. Ja, ich bin auf dem Markt jede Woche zweimal. Aber wie ist die Reaktion? Weil ich meine, bei mir ist es ja natürlich typisch, weil ich ja der Koch bin. Klar, ja. Das ist dann noch extremer, wenn du jetzt einkaufen gehst. Ich meine, gibt es nicht so auch Leute, die neben dir stehen und sagen, aber Frau Schöneberger, das sollten Sie schon mal das nehmen oder das nehmen? Ja klar, mit mir redet natürlich jeder und ich bin inzwischen wie Thomas Gottschalk. Ich muss so lachen über mich selber, weil ich natürlich, egal wo ich stehe, auch mit jedem dann gleich, weil ich immer denke, die wissen ja wahrscheinlich, wer ich bin. Dann kann ich ja jetzt mit denen irgendwie reden. Ich fange ja auch mit jedem ein Gespräch an oder sage, die Himbeeren sehen aber gut aus heute und so. Ich bin jetzt schon so, ich bewege mich schon in so einer Thomas Gottschalk-haften Art und Weise überall hin, weil ich ja immer winke auch und alle winken mir und dann freue ich mich und so. Aber es sind ja alle sehr nett und ich fühle mich einfach in so einer großen Gemeinschaft. Ich habe schon immer, klar, man merkt dann irgendwann, oh Gott, die kennen einen ja wirklich alle und so. Aber ich habe mich jetzt irgendwie dran gewöhnt. Ich mache es jetzt auch schon so lange. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute belästigen mich ja nicht. Die sagen Hallo oder ach, ich werde verrückt. Sie hier. Aber jetzt, wer häufig auf dem Markt ist bei uns, der sieht mich häufig. Und meistens komme ich morgens, um das Essen zu holen und dann komme ich noch mal mittags mit dem Auto, um das Grünzeug für die Hühner abzuholen und die Hasen. Ach so, ich muss nochmal kistenweise die Reste dann einsammeln von den jeweiligen Händlern. Das finde ich aber super, weil das ist ja auch dann zum Teil Abfall, wertvoller Abfall. Und ja klar, du, da sind manchmal, ehrlich gesagt, also dir kann ich es ja sagen, da sind manchmal Sachen in der Kiste, da denke ich mir, das esse ich aber selber noch, das gebe ich nicht den Hühnern. Wirklich? Glaubst du, oder andersrum, wenn ich das jetzt zusammenfasse, möchte ich ja sagen, das ist wahrscheinlich dieses allumfassende Normalsein, das Erfolgsgeheimnis von Barbara Schöneberger. Ja, ich bin oder? Ja die Volksbabsi. Ich bin ja nicht die Sylvie Mais, die irgendwie in Saint-Tropez auf der Yacht rumliegt und einen Bauch einzieht. Wobei ich fürchte, die zieht ihn noch nicht mal ein. Aber bei mir ist es ja so, ich bin tatsächlich, glaube ich, ich bin halt die perfekte Normalität. Du bist eine von uns oder ja. Sozusagen, du bist anfassbar. Ja. Du sitzt doch jetzt hier ganz entspannt. Ja, du sitzt, man kann hier mich anfassen. Schade, dass die Zuschauer so weit weg sind, die Zuhörer. Ja, das machen wir ich will das auch sein. Anfassen machen wir gleich. Ja. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das auch schön. Ich wollte auch lustigerweise nie. Natürlich ist es toll, wenn ich heute in einem Hotel anrufe und meinen Namen sage und ich dann doch noch ein Zimmer kriege, obwohl es eigentlich keins mehr gibt. Und natürlich finde ich es auch toll, wenn ich Zahnweh habe und ich beim Zahnarzt anrufe und der sagt, na kommen Sie noch schnell vorbei, das kriegen wir hin. Aber eigentlich will ich in der Masse untergehen. Ich habe null Bock auf Sonder, wie soll ich sagen. Weil ich habe auch total Angst davor, dass man dann sich total daran gewöhnt, immer auf der Überholspur überall vorbei zu fahren und so. Wir haben ja eh schon als Prominente sehr viel Annehmlichkeiten, glaube ich. Also schon. Ich ja, denke es schon, ist dass bei mir ich, zum Beispiel so, wenn ich essen gehe, ja. Das Typische, dass man ja sich irgendwie darauf einstellt, ich habe jetzt heute Abend nicht so viel Hunger, esse zwei Gänge. Dann kommt der Kellner und sagt, ach, der Küchenchef hat sich noch was extra für Sie einfallen lassen. Dann kommt nach der Vorspeise der Fisch. Dann sagt er, jetzt haben wir noch einen kleinen Zwischengang vor dem Hauptgang. Dann denkst du hier, hallo. Jetzt und dann kannst du ja auch nicht sagen, nein. Da kannst du wirklich, ohne Witz, dann kannst du nicht unhöflich sein. Nee. Denkst du wieder abends, dann liegst du da, als hättest du diese sieben Geißlein verschluckt. Verstehst du, liegst im Bett, dann kannst du nicht schlafen. Ja. Ich meine, wahrscheinlich ist es bei dir auch so, dass man oft etwas großzügiger sein möchte und man erreicht nicht damit das richtige Ziel. Kann das sein? Ja, aber ach, also bei mir ist immer so lustig, wenn ich in so ein Hotel gehe und ich will ja immer eigentlich, weil ich gehe ja jetzt nicht ins Hotel und sage dann, oh, jetzt mache ich hier Wellnessurlaub und dann lasse ich mir den Koffer aufs Zimmer tragen und dann mache ich erstmal die Vorhänge auf und gehe auf den Balkon und atme durch. Ich habe irgendwie mein kleines Köfferchen dabei, das will ich auch nicht aus der Hand geben, weil ich will ganz schnell nach oben und ich will dann mich sofort nackig ausziehen und ins Bett legen und schlafen eigentlich so. Ja. Und ja. Dann kommt aber immer, komme ich rein. Dann kommt, heißt gleich, würden Sie noch einen Moment warten? Der Hoteldirektor möchte Sie begrüßen. Dann stehe ich schon, weißt du, dann bis der Hoteldirektor kommt. Dann hat der Blumen, dann hat der Pralinen. Dann haben sie auf dem Zimmer, obwohl ich weiß, ich schlafe da nur 4,5 Stunden, weil ich muss um 4:30 wieder raus irgendwie, stehen dann da noch, ich habe gelesen, Sie lieben Tomaten, wir haben Ihnen ein kleines Ding und was weiß ich was und so. Dann haben die süßes Zeug da vorbereitet. Ja, ist ja positiv gemeint. Wahnsinnig süß und ich finde auch gerade beim Thema Essen ist es ein Respekt auch dem Koch gegenüber, das alles dann aufzuessen.
Und dann habe ich auch immer sehr schön, wir haben ein Upgrade für Sie. Und beim Thema Upgrade weiß ich schon, ich laufe den 50 Meter langen Hotelgang bis zum Ende durch, weil Upgrade heißt immer zwei Fensterfronten über Eck. Ja, das heißt, genau. Es ist immer am Ende des Ganges. Und ich weiß ja, ich bin ja nie in diesem Hotel, ich habe noch nie in einem Hotel gefrühstückt. Ich bin immer um 6 Uhr weg. Aber weißt du, was das Geilste ist in dem Zimmer dann? Dann geht es ja los, das kenne ich ja auch. Das geht ja los, wenn du machst erstmal den Master Switch an, ja, damit du mal siehst, das sind genau. alle Lichter an. So, ja, dann liegst du im Bett nicht aus. Und dann geht's los. Ja. So, jetzt stehe ich auf, ganz vorne um die Ecke ist dann der Hauptschalter. Dann mache ich den, kann ich nicht ausmachen, weil da ist gar nichts. Dann lädt's Handy aber dann mache ich den erstmal aus und dann finde ich den Raum da hinten nicht mehr, dann gehe ich wieder vor. Das ist, also, und das Gleiche ist, geht es ja auch bei einer Dusche so? Ja. Also Duschen gibt es inzwischen, wo man wirklich sagt, jetzt muss ich unten anrufen, ich krieg's nicht hin. Es gibt Tasten, es gibt dann spritzt es hier um und bei mir ist ja so, ich will ja oft auch nicht meine Haare waschen, weil die sind dann noch super geföhnt, dann benutze ich die für am nächsten Tag nochmal. So, dann kommt aber, dann weiß ich schon, dann mache ich mit ganz langer Hand und aus der Dusche raus. Und dann kommt so ganz Angst heißes Wasser. Von oder oben, ganz von unten, von der Seite. Aber es ist wirklich so, am meisten liebe ich es, wenn der Direktor, der dann auf mich gewartet hat und dann trage ich mich ins Gästebuch ein, dann mache ich ein Foto, wo sowieso hinterher kein Mensch weiß, bin ich Ursula Carven, bin ich Iris Berben oder bin ich Barbara Schöneberger, weil ich habe eine Brille auf, ich habe irgendwas, keine Ahnung so. Und dann geht er, sagt, ich erkläre Ihnen noch kurz das Lichtkonzept. Da werde ich schon hellhörig, weil denke ich mir, wenn mir einer das Lichtkonzept erklären muss, dann weiß ich schon, dass ich es alleine wahrscheinlich wirklich nicht hinkriege. Ja, es sind so die alltäglichen Sorgen. Aber wenn du morgens aufwachst, ich meine, du bist ja glücklich verheiratet, hast zwei Kinder, wenn du dir mal wirklich in aller Ruhe kneifst, was löst das für ein Gefühl in dir aus? Ich bin immer glücklich. Also für mich ist auch nicht glücklich ein Sekundenzustand, den man ab und zu mal ganz selten erreicht, sondern ich bin den ganzen Tag glücklich. Ich wache auf im schönsten Haus der Welt, da gehe ich die Treppen runter und dann denke ich mir, es gibt's ja nicht, mein Haus. Und dann gehe ich raus in den Garten und manchmal schaffe ich es so früh auf zu sein, dass ich mich noch rauslege in mein Gewächshaus und dann geht da so die Sonne auf, dann trinke ich trinke als allererstes Kaffee. Ich denke sogar bei einer Zeitschaltuhr nach, dass die Kaffeemaschine, ich habe eine Filterkaffeemaschine und ich denke, vielleicht mache ich eine Zeitschaltuhr, dann geht der morgens los, weißt du? Und ich komme runter und der ist schon fertig. Ist das so der Start? Der Start. Ich gehe als erstes runter, mache Kaffee und dann trinke ich Kaffee und dann laufe ich mit meiner Kaffeetasse durchs Haus, dann bringe ich mit der Kaffeetasse die Kinder in die Schule, manchmal mit Auto, manchmal mit dem Fahrrad, immer mit Kaffeetasse. Und das ist für mich das Allerschönste. Und ich weiß auch nicht warum, aber inzwischen muss ich auch gar nicht mehr so früh raus. So früher musste ich manchmal ganz früh los, muss ich irgendwie nicht mehr. Ist alles sehr viel angenehmer geworden. Und dann laufe ich noch so, manchmal muss ich Sport machen, aber sonst laufe ich dann einfach so durchs Haus und mit meinem Kaffee und singe. Und bin die ganze Zeit darüber glücklich, was ich habe. Ich ist muss nicht wirklich, nach also Afrika ich meine, fahren, um zu wissen, dass es mir sehr gut geht. Aber es ist ja wirklich sehr oft, und das habe ich in meinem Podcast wirklich einfach kennenlernen dürfen, dass man doch, und das ist jetzt eine große Freude, weil ich kann es von mir nicht behaupten, dass ich immer sage, ich stehe jeden Morgen auf und bin sehr glücklich. Es gibt ja immer mal Momente, wo man schon, ich sag mal, über das eine oder andere nachdenkt. Gut, der Erfolg gibt einem recht, das sieht man bei dir. Du bist ja wirklich, für mich bist du ja also unbeschreiblich erfolgreich. Das ist ja, kann man ja gar nicht nachvollziehen, was das bedeutet. Weil das hat auch mit viel Arbeit zu tun. Aber gibt es nicht auch Momente, wo du sagst, also du moderierst ja wahnsinnig viele Galas und auch solche Dinge, wo du sagst, Mensch, Meier, das auch noch? Total, und, doch, ja. Das gibt's schon. Aber lustigerweise läuft es bei mir immer in der gleichen Welle ab. Also ich mache alle Ferien komplett frei. Also alle. Ja. Ich habe jetzt 6 Wochen Sommerferien gemacht. Und dann, wenn so die letzte Woche, kriege ich eine Krise. Innerlich fange ich an, denke ich mir, oh Gott, ich kann es nicht mehr. Ich habe das Leben gar nicht verdient. Ich habe so ein schönes Leben und es tut gar nicht richtig weh, weil ich muss mich gar nicht mehr richtig anstrengen. Vielleicht habe ich alles verlernt. Ich weiß gar nicht, was ich auf einer Bühne machen soll. Was erzähle ich denn eigentlich? Bin ich noch lustig? Bin ich noch spontan und so. Und dann rufe ich immer bei meiner Managerin an und die sagt dann zu mir, na, hast du schon wieder existenzielle Krise und so. Also existenziell heißt dann ja, bei mir, dass ich halt mal eine Stunde drüber nachdenke. Ja, aber klar. Ich denke dann schon jedes Mal, ich habe es verlernt. Und was ich habe in mir, und darüber würde jetzt wahrscheinlich ein Achtsamkeitsprofessor sagen, oh, da musst du dran arbeiten, du musst loslassen. Aber eigentlich liebe ich das, dass ich das habe. Ich habe eine komplett calvinistische Arbeitsethik. Wenn es nicht wehtut, ist es nicht gut. Also ich muss schon
Also Perfektionistin. Überhaupt nicht ehrgeizig, überhaupt nicht perfektionistisch, aber ich muss zumindest, was mein Pensum angeht, eine gewisse Arbeit auch in einer gewissen Zeit schaffen. Ich bin jemand, ich habe einfach sehr viel Kraft und ich habe sehr viel Energie und ich bin noch fit, wenn die anderen schon in der Ecke liegen und sagen, ja, aber jetzt sind wir schon ganz schön oft hin und her gelaufen oder so. Also zum Beispiel, ich habe immer Gäste, ja. Also ich sehe das eher jetzt gar nicht so beruflich, aber mein privates Leben ist eigentlich ein kleines Hotel, was ich betreibe, ja. Also bei uns sind immer Gäste irgendwo, auch teilweise über Wochen. Es kommen fast dreimal die Woche mindestens 8 bis 12 Leute zum Abendessen. Und ich mache das alles selber. Ich käme nicht auf die Idee, einen Caterer oder sowas zu besorgen. Wirklich jetzt? Ich mache das selber. Ich kaufe selber ein. Ich mach alles selber. Jetzt gleich in 2 Stunden kommen 8 Leute zum Essen. Ich war auf dem Markt. Ich habe alles schon vorbereitet. Wenn ich nachher komme, schiebe ich einen Lachs in den Ofen und dann geht's los. Und das ist mein persönlicher Ehrgeiz. Ich will das schaffen. Ich mache jeden Tag den Garten schön, das Haus ist perfekt, ich mache Blumen, ich mache die Zimmer schön für die Gäste, ich mache das schön für uns. Ich habe ja auch die 2 Kinder, die machen Hausaufgaben. Also das ist mein Anspruch an mein Leben. Ich käme nicht auf, meine Mutter hat letztens zu mir gesagt, Barbara, eure Sofas sind so unbequem. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, da saß ich noch nie drauf. Nein, aber das ist ja schon faszinierend für mich. Ich meine, das ist ja wirklich, also das ist ja, was du sagst. Also das weiß, also zumindest mir war das nicht bewusst und ich auch nicht, glaube ich, ist in der Öffentlichkeit bekannt. Und zum anderen ist es ja wirklich professionell. Also ich verneige mich jetzt wirklich vor. Weil ich sage dir immer, und das bezieht sich auch ein bisschen auf das, was wir in der Öffentlichkeit machen, nämlich den Leuten das gute Essen und das bewusste Kochen beizubringen. Das ist ja auch nur dann für uns sehr erfolgreich, wenn die Leute das zu Hause auch annehmen oder nachmachen. Und ich meine, bei dir habe ich das Gefühl, dass nicht nur der Erfolg auf der einen Seite, sondern auch die Tatsache, um erfolgreich zu sein, nämlich gut zu essen, sein Leben zu genießen. Ja, Leben. Also Leben. Für mich ist das Leben. Für mich ist nicht das Leben, irgendwo hinzufliegen und dann eben im Kleid da rumzulaufen und dann, keine Ahnung. Also das finde ich natürlich auch super und das mache ich auch wahnsinnig gern. Ich habe auch übrigens sehr viele tolle Kleider und die müssen ja auch getragen werden. Aber für mich ist das Leben eben all das auch selber zu machen. Natürlich habe ich auch Leute, die mir helfen und so, und ich habe auch eine Putzfrau und so, aber trotzdem will ich, das alles machen, weil der Weg ist für mich das Ziel. Also ich finde nichts schöner als, ich fahre zum Beispiel auch immer mit, wir waren jetzt 17 Leute in den Ferien, ja? Also wir und dann noch, ich fahre immer mit meinen Schwiegereltern und wir sind immer in unserem Haus oder bei meinen Schwiegereltern oder so und laden dorthin dann Freunde ein. Da sind dann 11 Kinder und 8 Erwachsene oder was weiß ich was. Und ich koche für alle. Und das ist für mich das Schönste, weil ich kann nicht den ganzen Tag liegen und irgendwelche Krimis lesen. Dann sag mir jetzt mal bitte, Essen ist ja, was zum Beispiel gibt es da? Du hast vorhin nur mal so nebenbei gesagt, du schiebst einen Lachs in den Ofen. Beschreib mir mal, ich möchte einfach gerne wissen. Ich glaube, ich bin ein sehr guter, aber ich bin natürlich ein Gebrauchskoch. Also weißt du, wenn mein Mann kocht, die Kinder haben letztens gesagt, ja, also wenn es so richtig, also der Papi, der kann so die komplizierten Sachen, weil mein Mann stellt sich hin und der macht dann so Handbewegungen, wie er sagt, ich mache da noch etwas Zitrone und dann macht er mit der Hand so eine Bewegung, weißt du, und so, und dann mache ich ein bisschen Cayennepfeffer und so und ich mache halt. Aber jetzt erzähl mir mal. Und dann mische ich es mit den Händen lass so durch. Lass mal bei also dem Lachs bleiben. Heute Morgen habe ich vorbereitet für die Gäste. Also ich habe heute Morgen einfach eine grüne und eine orange Honigmelone geschnitten. Dann habe ich Schafskäse da reingeschnitten. Da mache ich nachher noch Basilikum drauf und mache eine kleine Vinaigrette mit Olivenöl und ein bisschen Zitrone und so. Und Salz und Pfeffer. So, das ist der eine Salat. Dann habe ich gemacht Bulgur, habe Petersilie klein geschnitten, habe Gurken, Tomaten gemacht, habe Kichererbsen dazu gemacht. Und da mache ich nachher auch eine Vinaigrette dazu. Dann habe ich Kartoffeln gekocht, die werde ich nachher auf ein Blech legen und werde da Olivenöl drüber machen. Die habe ich aber jetzt schon alles das in schon den Ofen gekocht schieben, genau. Und mache die in den Ofen mit ein bisschen Rosmarin oder so. Dann werde ich, habe ich einfach Joghurt und dann mache ich ein bisschen Sahne, schlage ich dazu und dann habe ich einfach, gibt so aus der Tüte so Brombeermus, Mangomus, dieses was auch die Gastronomie benutzt. Das mache ich dann da einfach so und dann mache ich ein paar frische Beeren dazu und dann habe ich schon das, ja. Und den Lachs hast du vergessen. Lachs mache ich einfach mit grobem Salz und da mache ich ganz viel Olivenöl. Ich glaube,
ich brauche sehr viel Olivenöl. Und da lege ich das geschnittene Zitronen drauf und mache ich Salz und Pfeffer und dann schiebe ich den in den Ofen. Manchmal mache ich Alufolie drüber. Wenn ich keine Alufolie habe, mache ich keine Alufolie drüber. Und dann ist das fertig. Und dann wird das alles hingestellt und dann gibt es Buffet. Und dann bin ich aber auch, ich bin halt sehr geübt. Das heißt, ich habe dann auch schon den Kaffee in der Kaffeemaschine, das Pulver schon drin. Das heißt, wenn dann das Essen fertig ist, brauche ich nur aufs Knöpfchen drücken, dann läuft es. Da stehen die Tassen, da ist alles. Ich habe dann ein schönes Buffet, dann mache ich schöne Blumen und so. Und dann ist das, möchte ich einfach als Gastgeberin, dass die Gäste kommen. Da kann sich jeder hinsetzen, wo er will. Da gibt es dann eine Decke, wo man sich hinlegen kann. Da kann man so, ich will auch nicht so dieses, so, jetzt essen wir alle, jetzt unterhalten wir uns alle, jetzt sind alle, müssen über den gleichen Witz lachen und so, sondern ich mag gerne, wenn jeder so, weißt du, so sein. Also ich bin ja normalerweise nicht aufdringlich, aber ich muss sagen, also ich habe ernsthaft den Wunsch, mal bei dir eingeladen zu werden. Um das vielleicht zu erreichen, gehe ich jetzt nach draußen, denn ich habe dir was mitgebracht, etwas zum Probieren. Nämlich okay, meine Gäste bekommen immer ein kleines Überraschungsdessert, das ist so üblich bei mir. Danach gibt es noch ein paar kleine Fragen. Super. Zu dem Allgemeinen und dann bin ich sehr, sehr glücklich. Und wann darf ich das essen? Jetzt gleich. Ja, super, dann geh. Ich warte hier. Oh Gott, ist das toll. Oh. Ja, genau. Schmeckt so. Das gut. Oh. Kannst du bitte kurz sagen, was das ist? Ja, Barbara, das ist jetzt hier, das sind so Mohnpfannkuchen, also ganz normale Pfannkuchen, weil ich mir gedacht habe, die Bayern ja mit ihrem Palatschinken und mit Mohn und dann gefüllt mit so einer Creme und dazu einfach Erdbeer mit diesem Erdbeermark. Welche Beziehung hast du zu Nachtischen? Weil ich meine... Also jetzt mal ehrlich, ohne Nachtisch, finde ich, macht ja alles sowieso keinen Sinn. Ich bin jetzt nicht diejenige, die so sagt, ich will nur süß. Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer scharf, salzig, sauer sozusagen als primäre Genussrichtung wählen. Und wenn du mir eine Packung Chips hinstellst und eine Schokolade, würde ich mich immer für die Chips entscheiden. Aber ich finde, am Essen braucht man, also nach dem Essen braucht man immer was Süßes. Und ich bin auch, genau wie du es richtig gemacht hast, eher auf der Creme, Käse, Sahne... Fruchtigen Seite und weniger Mousse Schokolade, Schokoladentorte, was weiß ich was irgendwie so, ja. Da habe ich ja Glück gehabt. Also ich liebe auch, ich mache auch ganz oft Käsekuchen ohne Boden, weißt du, einfach so ein Käsesoufflé oder so. Ja, gibt's ganz tolle Rezepte. Super und geht super schnell und macht ordentlich was her, schmeckt toll und ist Du hast ja mit vielen Köchen schon in deinem Leben wahrscheinlich zu tun gehabt, auch durch deine öffentlichen Auftritte. Bist du der Meinung, dass sich das Essniveau auch durch diese vielen Kochsendungen in Deutschland verbessert hat? Also, ich glaube schon, aber ich bin doch immer wieder sehr entsetzt über viele Leute, die ja auch ganz viele Kinder haben und die dann einfach sagen, ich koche nicht. Ich habe da kein Interesse dran. Und ich glaube, oder ich versteige mich jetzt mal zu der Behauptung, dass man hat ja früher immer gesagt, also die Frauen kochen und die Männer arbeiten und so. Und ich glaube, viele Frauen haben früher Kochen auch schon total doof gefunden. Nur sie konnten sich es leider nicht leisten zu sagen, ich will nicht kochen. Während vielleicht früher schon viele Männer Lust hatten auf Kochen und kamen einfach nicht dazu, weil der Mann halt nicht in der Küche war. Und heute weicht es so auf. Ich kenne wahnsinnig viele Paare, wo die Männer sich die ganze Zeit ums Essen kümmern, die Frau nicht ein einziges Mal in der Küche steht. Ich denke echt oft an dich, als du dein neues Buch Medical Cuisine bei uns in der Sendung vorgestellt hast, da hast du was gesagt und das hat mich so schockiert, weil ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt reden wir seit 15 Jahren, habe ich jede Woche Köche bei mir in der Sendung oder Ernährungswissenschaftler oder was weiß ich was, Menschen, die sich wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen und dann sagst du, das Ziel muss sein, an einem Tag der Woche kein Fleisch zu essen. Und dann sehen wir mal, von wo wir starten. Weil ich dachte, wir reden darüber, nur an einem Tag in der Woche Fleisch zu essen. Ja? Aber jetzt geht es erstmal darum, den Leuten den siebten Tag abzugewöhnen und zu sagen, reichen vielleicht auch 6 Tage Fleisch essen. Ja? Und das finde ich natürlich schon Wahnsinn. Und da muss ich ehrlich sagen, obwohl ich ja immer nicht eine Message habe und so, aber ich muss schon sagen, dass mich das also wirklich schockiert, dass es Leute gibt, die in der heutigen Zeit noch sagen, ja, also mein Fleisch, das brauche ich schon. Also das finde ich einfach wirklich, ich finde ehrlich, das geht einfach nicht. Ja, aber das ist wirklich eine große Bewegung in Deutschland, die hoffentlich irgendwann mal stattfindet, weil wir können so nicht weitermachen. Wir müssen, ich glaube, einfach uns bewusst machen, dass diese Mengen auf die Dauer nicht erstmal produzierbar sind, dass das auch im
Bezug auf die Ökologie nicht machbar ist, aber auch für unseren Körper wir nicht dafür geschaffen Nein. sind. Ich meine, und es gibt doch mittlerweile so viele tolle Rezepte mit Gemüse oder mit Obst und darüber hinaus. Also ich verstehe das nicht, dass das so ein, also wirklich, es macht mich richtig sauer, weil ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Also wir wissen jetzt inzwischen, auch wenn das die ganze Lobby der rinderproduzierenden, was weiß ich was, Fleischbetriebe weltweit natürlich versucht runterzudrücken, aber 30% oder was unserer gesamten Gasveranstaltung, Methan, CO2, weiß ich was, was wirklich hochgradig schädlich ist, kommt nur über diese ganzen Tierhaltungsgeschichten, ja. Und es kann ja doch nicht sein, dass ich da meine Grillfackel für 1,19 mir jeden Tag auf den Teller haue. Es geht ja gar nicht drum, dass ich mir jetzt nur noch Zucchini grillen darf. Ja, wenn ich heute samstags eine Grillparty mache, kann ich mir die Würstel auf den Grill legen. Ja, es ist halt die Mischung, absolut okay. Die Mischung, und absolut. Ich verstehe auch, dass es viele Menschen gibt, verstehst du, wir bewegen uns ja auch in einem Bereich, wo Verzicht schon wieder Luxus ist. Ich finde das geil. Ich hab in meinen Ferien im Hühnerstall geschlafen. Also nicht jetzt in einem Hühnerstall, wo Hühner leben, aber das war halt früher der Hühnerstall. Da haben wir als Familie in Schweden im Hühnerstall geschlafen und haben, da gab es kein Wasser, da gab es keinen Strom, gar nichts. Es war 150 Meter vom Haupthaus weg. Ich habe in den 3 Wochen in Schweden nicht ein einziges Mal geduscht. Ich habe mir einmal die Haare gewaschen oder so. Ich bin jeden Tag einfach nur im See gewesen und so, ja. Also das ist für uns, sage ich jetzt mal, natürlich das Höchste der Gefühle, weil ich aber weiß, wenn ich will, kann ich auch auf die Malediven fliegen. Ich verstehe es aber natürlich auch total, dass die meisten Leute sagen, ja, ich verzichte doch nicht auch noch auf mein Fleisch, auf meine Zigaretten und die Cola am Abend. Das ist ja das Einzige, worauf ich mich freue, ja. Nach einem ganzen Scheißtag, 12 Stunden mit Leuten in einer Arbeit, die mir keinen Spaß macht und so. Das kann ich natürlich alles verstehen, deswegen glaube ich, ist es gar nicht vielleicht auch möglich, das flächendeckend durchzusetzen. Weil ich glaube, für die meisten Leute ist es schlichtweg kein Anreiz, auf irgendwas zu verzichten. Also 2-mal die Woche an der Fleischtheke sagen, jetzt gehe ich mal weiter. Ja. Jetzt, morgen esse ich meine Linsensuppe. Ich glaube, die Mischung macht's. Ja. Die Mischung macht's und das Bewusstsein macht's. Ja. So, ich habe noch immer am Ende so 2-3 Fragen, die natürlich wichtig sind. Einmal, was wünsche ich Barbara, wenn wir jetzt mal 10 Jahre vorausschauen? Oh, ich hoffe ehrlich gesagt, dann ist alles. Mein Körper wird sich ja nicht verändern, weil der hat sich auch in den letzten 10 Jahren nicht verändert. Siehst du deinen Bauch wirklich nie ein? Doch, immer, die ganze Zeit. Deswegen habe ich extrem gute Bauchmuskulatur. Na komm, aber inzwischen jetzt. Kann ich manches auch nicht mehr wegziehen. Früher konnte ich ihn einfach einziehen und das war super. Und jetzt inzwischen hör auf, ziehe ich ihn jetzt. Ein und dann denke ich mir, ich muss doch noch die stramme Unterhose ich drüber ziehen. Ich liebe alles, was an dir dran ist, ja. Ich weiß, ehrlich gesagt, ich auch, weil ich merke auch inzwischen, es ist alternativlos. Ich krieg's Nein, ist doch alles gut. Nein, ist alles komm. Gut. Aber gibt, das ist auch aber man ein orientiert Teil. Sich immer nach Pass oben. Auf. Ich gucke die ganze Zeit Heidi Klum an und denke mir, wie nein, was macht die? Hör auf. Aber nein, natürlich. Jetzt hör doch auf. Aber Barbara, es ist aber wirklich jetzt etwas, was ich dir sage. Ich finde, das ist auch mit ein Sympathiegeheimnis deiner Person. Ja, aber ich will doch nicht dick und alt werden, nur weil die Leute das nur Nein, gut finden. Ich darum lebe ja für mich. Nicht. Und komm, jetzt stelle ich dir mal Silvi Mais hin und dann mich nackig und dann weiß ich, für wen du dich entscheidest. Ach komm, das hast du jetzt gesagt. Das will ich jetzt gar nicht sehen. Ja, ja. Sondern reden tue ich mit bin der jetzt Barbara. Bei dir und ich rede mit der Barbara. Nein, jetzt komm, anderes Thema. Was würdest du denn mitnehmen, nachdem wir heute so viel über Genuss und Lebensmittel gesprochen haben, natürlich deine Familie, ist klar. Was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel, wenn du die Möglichkeit hättest, ich sage mal maximal 3 Sachen mitzunehmen? Die Frage kommt so oft, ich weiß, es ist eine abgedroschene Frage, aber ich finde es immer wichtig, Nein, weil ich find's gut. Also, das ist ja so, da kann man sehr viel rausfiltern, wohin so das wirklich... Müssen es jetzt essbare Dinge sein? Nein. Ich würde mitnehmen, dass... Mein Leben muss ja auch von irgendwas. Aber das dritte Rachmaninoff-Klavierkonzert würde ich mitnehmen. Was? Ja, total. Weil das ist wie ein Zuhause, finde ich. Also es gibt viele klassische Musiken, aber das muss auf jeden Fall mit, weil in den guten und schlechten Zeiten auf dieser einsamen Insel wird mich das sehr gut begleiten. Dann würde ich auf jeden Fall Kaffee mitnehmen, halt sehr viel Kaffee. Ja. Und Filterkaffee. Das ist mir wurscht. Ja, halt nix, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt nicht so scharf auf Nespresso oder okay. so. Das finde ich okay. ist mir zu bitter und zu sauer immer. Ich mag gerne so einen guten Filterkaffee ja. oder so runtergedrückten. Ich mag auch gerne, wenn man auf einmal viel von was hat. Was mich wahnsinnig macht, ist so eine kleinteilige Rumfisselei. Da werde ich verrückt. Und die Tatsache, wenn ich bei Leuten zu Besuch bin und die müssen jedes Mal eine Kapsel irgendwo reinstecken und auf den Knopf drücken, um mir eine Tasse Kaffee zu machen, nicht wissend, dass ich ja jetzt 8 Tassen Kaffee gleich trinke. Ja, das macht mich wahnsinnig. Weil dann bin ich von denen abhängig, dass die ganze Zeit ihre Kapseln da rausfieseln. Ich persönlich liebe es, wenn einer vor mir in einer 1,5 Liter French Press das Ding runterdrückt und ich weiß, so, jetzt haben wir erstmal Ruhe für die nächsten 2 Stunden. Das so, jetzt super. Haben wir erst 2 Sachen. Wir haben jetzt erstmal okay, das Konzert. Okay, also Kaffee.
Café, das Konzert. Und dann nehme ich mit, warte mal, was habe ich denn gern bei mir? Oh, jetzt so ein Buch, das ist auch so ein bisschen, kommt so ein bisschen einschleimerisch rüber. Könntest du ja sagen, einen Koch zum Beispiel. Nee, ich würde immer selber kochen. Echt? Also ein Koch, das wäre das Letzte, was ich mir anstellen würde, lustigerweise. Okay, ich würde mir einen Fahrer anstellen. Ich hab's oder verstanden. Weißt du, irgendjemand, der, eigentlich möchte ich so einen Mann in meinem Keller wohnen haben. Okay, den nehme ich mit. Den hätte ich gerne, dass ich den so rausholen kann. Er muss nicht in der Kiste wohnen, aber das ist so meine Fantasie. Also ein kleiner Mann, meinetwegen auch ein großer, in einer Kiste im Keller. Und den kann ich rausholen, wenn ich will, und sagen, mach mal hier das Brett hier so rüber und dann mach mal da und da ein Scharnier dran und eine Feder an die Tür, dass die immer wieder zugeht, wenn ich rausgehe. Solche Sachen. Also einen sogenannten Facility Manager. Ein Facility Manager, der sozusagen variabel einsetzbar ist. Das würde mir gefallen. Kochen werde ich weiterhin selbst. So, und jetzt habe ich so viel heute gelernt von dir, was deine Kreationen sind im Bereich von Genuss. Was müsste ich dir kochen zu deiner Henkersmahlzeit? Also lustigerweise bin ich ja kein großer Fleischesser, aber von dir würde ich mir einen Schnitzel machen lassen, natürlich, ehrlich gesagt. Ein schönes Wiener Schnitzel? Ja, wirklich. Obwohl ich wirklich, lustig, dass ich das jetzt sage, weil ich mich gerade so gegen die Fleisch... Aber also wenn du mich jetzt fragst, dann würde ich mir von dir einen Schnitzel zubereiten lassen, tatsächlich. Und ein richtiges... was ich unter einem österreichischen Essen verstehe. Ich bin ja sehr eng mit Österreich verbunden und für mich ist, also es ist einfach, je katholischer, desto genussvoller finde ich eben oft auch. Und ich finde einfach, wenn du in Österreich, ich arbeite auch viel für den ORF, wenn da das Catering kommt, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was halt irgendwo hier angeboten wird. Das ehrlich, ist bodenständig. Ehrlich, bodenständig, aber das ist einfach gut. Und wenn du bei uns irgendwie, sag ich jetzt mal, in Hürth in die Fernsehstudio gehst oder so, dann denkst du dir, da steht dann die Tante Erna, die dir da die Erbsen-Kartoffelpüree auf den Teller haut mit so einer riesen Kelle. Flatsch. Darf ich mal kurz zusammenfassen? Mein Fazit des heutigen Tages ist... Also ich müsste dir ein Schnitzel kochen. Sibylle Mais würde angezogen mich unterstützen bei der Zubereitung. Und ich würde dir das dann nackt. Ich würde dir das, wenn du nackt bist, servieren. So viel habe ich zumindest mal. Nachdem ich die Lichter im Hotel ausgemacht habe. Okay, alles klar. Ich will dann auch kein Foto, ja, nicht wie der Hoteldirektor. Liebe Barbara, es war so großartig. Ich danke dir ganz herzlich. Es ist wirklich eine große Freude und du hast ein Gut bei mir, auch immer, was das bedeuten mag. Vielleicht ja tatsächlich mal ein gut gemachtes Schnitzel von einem Österreicher für die liebe Barbara. Aber ich fürchte, also wenn wir jetzt den Verlauf unseres Gesprächs anschauen, wirst das nächste Mal wieder du bei mir zu Gast sein. Ja, ich komme gerne, du weißt ja. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Das war Laffer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.